So, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog. Total spektakulär. Ich habe mir gedacht, ich sollte sowas vielleicht mal machen, weil ich jetzt übelst lange nicht mehr da war und man nichts mehr von mir gehört hat. Es hat natürlich auch seine Gründe. Also ich habe ja vielleicht mal angedeutet, dass ich gerade dabei bin, meinen Abschluss zu machen. Wenn ich es nicht angedeutet habe, dann habe ich es jetzt explizit gesagt. Und ich habe ihn jetzt auch geschafft. Ich bin jetzt Magister der Japanologie. Wunderbar. Ja, weiß nicht, hat natürlich ein bisschen länger gedauert und war irgendwie ein bisschen sehr stressig und anstrengend mit der Organisation. Die Arbeit selber ging eigentlich, es war eigentlich mehr so organisatorischer Kram, der einen dann mal wieder so ein bisschen unnötig belastet, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz, ich habe es jetzt geschafft. Donnerstag lag das Ding bei mir im Briefkasten und jetzt, wo ich wieder Zeit habe, bin ich auch wieder da und mache wieder neue Videos. Ich habe gestern oder vorgestern, gestern war das, habe ich ein paar ältere Videos hochgeladen, die ich schon gemacht hatte, die ich aber eigentlich noch schneiden wollte. Nur irgendwie ist es bei mir mit dem Schneiden so eine Sache. Also habe ich mir jetzt gedacht, okay, lassen wir das, ich verzichte aufs Schneiden und stelle die Videos dann einfach einmal so rein, wie sie sind. Ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Also ich hoffe mal, dass das die Qualität jetzt nicht so gravierend negativ beeinflusst. Ansonsten, ja, ich werde mit dem Grammatikkurs auf jeden Fall definitiv weitermachen. Gibt ja noch einiges, was abzuarbeiten ist. Und was ich demnächst auch machen werde, weil ich dieses Semester bewusst weniger zu tun habe, weil ich mir dachte, ich mache mal eine kreative Schaffenspause, erhole mich mal ein bisschen und mach dann mal später im Sommer ein Praktikum, um dann mal irgendwie zu gucken, in welche Richtung ich am liebsten promovieren möchte. Deswegen habe ich jetzt erstmal Zeit und ich werde euch demnächst auch mal mitnehmen ins Museum, werde euch da ein paar Sachen zeigen, werde euch auch so ein bisschen nicht nur über die Objekte, die ich euch zeige, erzählen, sondern auch über den sozialen, historischen Kontext, in dem das Ganze steht. Ansonsten werde ich auch so mal Referate halten, das hatte ich ja auch angekündigt und das bietet sich jetzt gerade an, weil ich gerade ein bisschen mehr Zeit einfach habe, um das zu machen. Ansonsten wüsste ich spontan erstmal nichts zu sagen, es ist nichts großartig Spektakuläres sonst passiert, das Leben plätschert so dahin. Ja, es gibt aber demnächst mal, würde ich sagen, wieder ein Vlog, damit man weiß, was ich gerade so mache und wie es mir geht. Ich hoffe, dass das vielleicht jemanden interessiert. Man kann dann auch mal irgendwie reagieren und kann mir sagen, oh, pass mal auf, Christian, es gibt da ein Thema. Bin ich gerade spontan zu faul, mich einzulesen oder irgendwas drüber zu erarbeiten, aber kannst du mir nicht mal kurz was drüber erzählen? Dann kann ich mich auch in das Thema reinarbeiten, das machen. Ich meine, das hilft mir in dem Sinne auch. Aber denk dran, ich hasse alles, was modern ist, ich hasse alles, was mit Wirtschaft zu tun hat, und ich hasse alles, was mit Politik zu tun hat. Von daher sollten es alte, verstaubte Sachen sein, dann kommen wir ins Geschäft. Na jo, ansonsten würde ich sagen, bis demnächst, vielleicht sogar bis heute Abend und dann mache ich mal ein paar neue Videos. Also, bis denn.